aussteigen. Ja. Mein Name ist Jessica Jonas. Ich möchte mit Ihnen über Ihre lichtimpulsbasierte Demenztherapie sprechen. Kein Interesse. Ich weiß von der Friendly Farm. Was warst du für meine Arbeit? Genug, um zur Polizei zu gehen. Und trotzdem bist du hier. Ich will, dass Sie mir helfen, meine Schwester zu retten. Du willst sie aus der Friendly Farm befreien? Ich will, dass Sie sie heilen. Das geht nicht. Weißt du vom Happy? Happy Hotel. Hey Jesse, ich habe leider gerade kein Internet, deswegen muss ich dir auf die Mailbox sprechen. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Wir wurden von der Redaktion in so ein Hotel geschickt. Das Happy Hotel und hier sind alle so komisch. Ich glaube, hier passiert was ganz Seltsames. Bitte ruf mich zurück, sobald du kannst. Hab dich lieb. Ich weiß, dass im Happy Hotel Lampen zum Einsatz kommen, die Sie entwickelt haben, um Menschen in willenlose Werbesklaven zu verwandeln. Der Hotelbesitzer Charles Ingram verkauft diese dann über die Friendly Farm. Charles. Er hat Würstchen verkauft, als er 9 war. Seitdem verkauft Noah sich selbst. Bruno, ihm gehört die Happy Hotel, ihm gehört die Friendly Farm, ihm gehört Charles. Und sie beide haben mich nur ausgenutzt. Soll das heißen, Sie helfen mir? Ich helfe dir, deine Schwester zu befreien, indem wir das gesamte Unternehmen zerstören. Also kann man die Gehirnkraft wiederherstellen? Noch eine von Charles' Lügengeschichten. Die Gehirnkraft bleibt erhalten. Sie ist quasi nur auf Standby. Man kann sie wiederherstellen. Übrigens, warum hast du nicht die Polizei gerufen? Die Polizei kann meine Schwester vielleicht befreien, aber nicht heilen. Wie hast du dir das vorgestellt? Ich übernachte im Happy Hotel. Geh da aus dem Tor raus. Wenn du aufgehalten wirst, sagst du den Wachen, du musst auf Toilette. Es ist aber noch nicht Toilettenpause. Erst um 12.30 Uhr. Es ist schon 12.30 Uhr. Also musst du auf Toilette. Wo willst du denn jetzt hin? Zur Toilette. Es ist 12.30 Uhr. Kannst du die Uhr nicht lesen? Warte, dumme Frage. Es ist Toilettenpause. Nein, es ist keine Toilettenpause. Geh zurück zur Gruppe. Nur deine Schwester. Um den Rest kümmern wir uns später, sonst bricht hier die komplette Panik aus, okay? Verstehst du? Augen zu und du guckst weg.
Lisa? Jessie? Was machst du denn hier? Und was mache ich hier? Und wer sind Sie? Das ist eine lange Geschichte, aber wir müssen jetzt erstmal leise sein. Ich erkläre dir das alles, wenn wir hier raus sind. Was ist mit Carla? Wir haben jetzt andere Prioritäten. Später. Keine Sorge, wir kommen da rein. Die Security war furchtbar, das meinte ich hier. Okay. Das ist neu. Jetzt sind wir so dumm. Geburtsdatum? Nachdenken. Warum sind... Subjekt 528491, weiblich, 28 Jahre, gesunde Zähne, Narbe hinter dem rechten Ohr, geeignet für Dentalwerbung, nicht geeignet für Werbung rund ums Ohr. Der Rüssel an sich ist ja nicht schlimm, aber im Keller ist er doch gefährlich. Er kann nur nicht helfen. Abraham zu Debraham, kann ich mal dein Zebra haben? Ich kann mich noch erinnern, damals mein erster Wurfstand. Aber ich schweife schon wieder ab. Haben wir für den nächsten Monat schon neue Anfragen? Dieses Mal könnte ich ja den Job übernehmen. Oder vielleicht ins Ausland expandieren? Die Nachfrage auf Mallorca ist momentan sehr hoch. Das kommt gar nicht in Frage. Wir bleiben lokal und sicher. Schon mein Ur-Ur-Urgroßvater war seiner Region immer treu. Denk doch mal an das ganze Geld. Wie viel mehr wir erwirtschaften könnten. Das Potenzial.
Weißt du eigentlich noch, wer dich damals vom Wochenmarkt geholt hat? Setz das jetzt nicht aufs Spiel. Ich entschuldige mich für meinen Unternehmergeist. Wie läuft das Scheingeschäft? Printmedien sind tot. Gut, die Arbeit ruft. Ich melde mich dann in 14 Tagen dann wieder. Ich verlasse mich drauf. Natürlich. Meine Lieblingspraktikantin. Doktor. Und wen haben wir hier? Arschloch! Warum passiert nichts? Gib mir mal die Batterie. Batterie? Ich habe keine Batterie. Sucht er das?